vor der katholischen St. Pankratius-Kirche in Köln-Junkersdorf wehen stolz diese Regenbogenfahnen, die Farben der LGBT-Gemeinschaft. Die Kirchengemeinde ist eine von rund 100, die im Mai unter dem Motto Liebe gewinnt bundesweit öffentliche Segnungen von homosexuellen Paaren organisiert haben. Pfarrer Wolfgang Fey empfängt uns zusammen mit Karin Hörstmann. Sie und ihre Frau Britta haben ihren Bund am 17. Mai segnen lassen. Ein wichtiger und bewegender Moment, sagt sie. Ich bin seit über 20 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben letztes Jahr standesamtlich geheiratet und haben 2008 auch schon, als wir unsere eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben, auch schon von einem damals suspendierten katholischen Priester auch schon mal einen Segen empfangen. Aber das war natürlich alles eher in einem, sag ich mal, heimlichen Raum und nicht sichtbar. Und mir ist Glaube sehr wichtig und meiner Frau auch. Das war schon wirklich sehr beeindruckend, hat uns auch tief bewegt. Raus aus diesem Heimlichen, das war einfach große Freude, ein Riesenschritt. Weg von dem, dass früher, in früheren Jahren ja viel auch von Rom sehr diskriminierend und nicht akzeptierend, das abgelehnt wurde. Sie haben die Segnungen in dieser Gemeinde genehmigt. Weshalb? Was motiviert Sie? Als ich Kind war, gab es Vater, Mutter, Kind. Es war Familie. Aber inzwischen ist das ganz unterschiedlich. Zwei Väter, zwei Mütter. Es gibt Patchwork-Familien, Alleinerziehende. Und der Seelsorger, der Priester, der Segen gehört mitten ins Leben, mitten unter die Menschen, muss wachen Sinnes, wachen Auges wahrnehmen, was geschieht, wie leben Menschen. Und wir sollten das aktuelle Leben lernen und mit den Menschen leben. Die Segnungen homosexueller Lebensgemeinschaften verstößt gegen die vatikanische Doktrin. Sie ist nur ein Teil einer Reformbewegung, die die deutsche katholische Kirche immer mehr in Frage stellt, besonders nach den Pädophilie-Skandalen der vergangenen Jahre. Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln, verzögert die Veröffentlichung eines 800-seitigen Berichts über sexuellen Missbrauch von Minderjährigen von Mitgliedern seiner Diözese, der größten und reichsten in Deutschland. Ihm wird vorgeworfen, er decke die Täter. Das Verwaltungsgericht in Köln. Guten Tag. Hierher kommen jeden Tag Dutzende Menschen, um aus der katholischen Kirche auszutreten. Der Jahrgang 2020. Der Jahrgang 2021 ist da drüben in dem Regal abgelegt. Die Austritte sind so zahlreich, dass der Server des Bistumsbüros zeitweise überlastet ist. Das hat uns dann dazu bewogen, dass wir die Anzahl an Terminen, die wir angeboten haben, und von ursprünglich 600 Terminen pro Monat jetzt auf inzwischen 1800 Termine pro Monat. Außerhalb des deutschsprachigen Raums existiert nur in wenigen Ländern eine Kirchensteuer. In Frankreich, England, den Niederlanden, selbst im katholischen Polen wird keine Kirchensteuer erhoben. In Spanien und Italien können die Menschen angeben, welche Religionsgemeinschaft begünstigt werden soll oder ob ihre Steuer sozialen Zwecken dienen soll. Das ist für mich nicht mehr akzeptabel. Die Kirche kriegt von mir keine Unterstützung und kein weiteres Geld. Doris war viele Jahre in der katholischen Kirche sehr aktiv. Vor einem Jahr ist sie ausgetreten. Aber sie engagiert sich weiterhin in der christlichen Gemeinschaft. In der Bewegung Maria 2.0, die für eine tiefgreifende Reform der Kirche steht. Die Forderungen von Maria 2.0, nämlich Aufarbeitung aller Ursachen für sexualisierte Gewalt, dass die Täter kein Amt mehr bekleiden dürfen, dass Frauen Zugang zu allen Ämtern in der Kirche haben, auch den Pflichtzölibat verändern, sodass jeder entscheiden kann, und halt eben die Sexualmoral, die wirklich absolut nicht mehr der Lebenswelt der Menschen entspricht und einfach nur ausgrenzt und menschenverachtend ist. Ideen, die Konservative und Reformer innerhalb des deutschen Klerus spalten. Auf dem sogenannten synodalen Weg soll die Zukunft der Kirche diskutiert werden, die 2019 von der Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken angestoßene Debatte soll bis 2022 Ergebnisse liefern.
Marianne ist in den synodalen Weg eingebunden. Seit Jahren arbeitet sie für die Kirche. Jeden Monat kommt sie zum Predigen in dieses Pflegeheim. Das ist für Frauen nur dann erlaubt, wenn die Sakramente zuvor von einem Priester gespendet wurden. Eine Ungleichheit und Ungerechtigkeit finden die Bewohner. 21 und 23 Jahre. Der Mensch ist Mann und Frau. So wurde er von Gott als sein Ebenbild geschaffen. Ich finde es nicht richtig, dass es einem Teil der Menschheit verboten wird, den zu verkündigen. Der Leib Christi. Im Mai hat Marianne an einem Predigerinnentag teilgenommen. In 12 katholischen Kirchen hatten Frauen Gottesdienste abgehalten, um das Recht einzufordern, offiziell predigen zu dürfen, gleichberechtigt mit den männlichen Kollegen, den Priestern. Die katholische Kirche hat im Mittelalter Mädchen das Schreiben, die Bildung ermöglicht. Heute muss sie Frauen gleiche Rechte in ihrer Institution ermöglichen, damit weltweit Frauen gleiche Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Verantwortung tragen können und damit das Gesicht der Welt verändern. Der Wind der Veränderung weht in einem Teil der deutschen katholischen Kirchenhierarchie und er bläst immer stärker. Das Bistum Essen gehört zu denen, die auf Reformen drängen. Ihr Generalvikar Klaus Pfeffer wünscht sich Veränderungen bei den Strukturen und der Lehre. Er sagt, die zunehmende Entfremdung der Menschen von der Kirche und auch der Rückgang von Priestern sind Prozesse, die nicht mehr zu stoppen sind, wenn sich nichts ändert. Die Unruhe und Unzufriedenheiten im innersten Kern der katholischen Kirche, die ist enorm groß. Unabhängig vom Missbrauchsskandal. Die Frage der Gleichberechtigung der Frauen. Die Frage, wie gehen wir denn damit um, dass wir immer weniger Priester haben? Und bei den gleichgeschlechtlichen Paaren oder homosexuellen Menschen, dass ihnen auf den Kopf zugesagt wird, so wie du lebst, ist es eigentlich Sünde. Und das ist verletzend und kränkend. Und das müssen wir verändern. Ich merke, dass unsere Kirche auseinanderzufallen droht, wenn es uns nicht gelingt, die verschiedenen unterschiedlichen Ströme, auch die unterschiedlichen Auffassungen zusammenzuhalten. Und darum werben wir so für Veränderungen, für Reformen und auch für mehr Pluralität in der Kirche, mehr Offenheit, um dann diese Entwicklung auch aufzuhalten, dass immer mehr uns verlassen. Musik.